Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zum FIFA 23 Karriereprojekt mit VfB Oldenburg. Wir haben eine Nachricht gekriegt. Eine Nachricht, das monatliche Scout-Bericht-Update. Ja, okay, das kannst du hier, den kannst du schon wieder vergessen. Kannst du vergessen. Der könnte was werden. Ist sogar für die Torhüterposition, ne? Den kannst du vergessen. Der könnte auch. Eventuell könnten die beiden was werden. Ja, müssen wir nochmal warten. Den kann ich ja. Wir haben nicht die finanziellen Mittel. Die Spieler werden weiter beobachtet. Die bleiben jetzt erstmal in der Jugendakademie, ne? Ja. Momentan habe ich halt einfach kein Geld dafür. Aber für wegen des Geldes bin ich ja wirklich am Überlegen, ob wir nicht in die Teamzentrale gehen. Und einfach uns unseren besten Spieler entledigen. Weil das Ding wäre bei ihm, wir würden so viel Geld kriegen. Wir würden einfach so viel Geld kriegen. Transferzentrale, eigene Angebote. Transfer, nee. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo ich das gerade gucken kann, wie viel er wert ist. Nein, 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 ich wollte nicht beenden. Ich wollte hier in der Mannschaft bleiben. Teammanagement. So, hier kann ich das hier gucken. Nee, ich weiß nicht, wo kann ich das gucken? Wird das jemand erzählen? Ach, hier. Marktwert. 40 Millionen würden wir für den kriegen. Einfach 40 Millionen Euro. Der hat plus 280%, hat 2 Jahre Vertrag. Also für den, wir könnten uns komplett alles bezahlen lassen. Ich kann ihn aber auch als Stürmer spielen. Vielleicht wäre er dann besser. Vielleicht wäre er dann besser. Aber egal. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Wir haben natürlich Bock, gegen Ingolstadt in der Liga ranzugehen, um hier was zu gewinnen. Aber das Geld wäre wirklich wichtig. Aber das wäre auch irgendwie wie so ein Cheat. Also du kriegst so ein Talent, verkaufst ihn direkt für 40 Millionen. Deswegen würde ich ihn maximal frühestens erst in der zweiten Saison verkaufen. Wenn er den Vertrag nicht verlängern sollte. Gucken wir uns mal die Tabelle an. Wo steht Ingolstadt? Ingolstadt ist Top 5. Das heißt, wir spielen gegen sie von Anfang an. Gehen wir rein in die Partie. Und let's go. Okay. Ecke für Ingolstadt früh in diesem Spiel. Aber ich kriege ja immer diese. Ich mache beinahe ein Eigentor, weil ich schon wieder X gedrückt habe. Ich muss mich ja wieder an die Steuerung gewöhnen. Ich darf ja nicht X drücken. Ich muss ja A drücken, damit er den rausköpft. Und schon wieder. Miliz ist on fire. Eine Ecke nach der anderen. So, jetzt haben wir die Möglichkeit eines Konters. Okay, und verkackt. So, Thomas, holt sich den Ball. Holt sich stark den Ball. Ist im 16er, passt zurück, Batista Meier. Okay, haben wir die Möglichkeit. Wir sind im 16er. Flanken ihn rein. Aber er kommt nicht ran. Wir holen nur die Ecke raus. Aber das ist das Wichtige. Das ist das Wichtige. Wir holen die Ecke raus. Flanken ihn auch direkt rein. Thomas mit der kurzen Abwehr. Mit der kurzen Ecke. Und jetzt kommt die Kontersituation von Ingolstadt. Papadopoulos ist da mit der sauberen Grätsche. Stark. So, jetzt haben wir die Möglichkeit. Batista Meier. Thomas. Thomas und nein, er kriegt es nicht kontrolliert. Er kriegt es nicht kontrolliert. Ah, bitte. Was mache ich falsch bei der Steuerung? Was mache ich falsch bei der Steuerung? Das würde ich mich mal wirklich interessieren. Das würde mich wirklich interessieren, was ich hier falsch mache. Und er geht ins Aus. Und wieso kriegen die Einwurf? Ich habe ihn noch gar nicht berührt. Ich habe ihn noch gar nicht berührt. Ja,
Sobald ich den Ball habe oder in Richtung des Balls gehe, brauche ich nicht mehr Rennen drücken, ne? So, jetzt habe ich die Möglichkeit. Starke kann den aber nicht kontrollieren, ja. Ach komm, ich krieg den gar nicht unter Kontrolle. Ich weiß nicht, was ich jetzt falsch mache aktuell. Bei denen ist es einfach nur hin und her passen. Ja, ey, das ist doch lächerlich. Der kriegt den Ball nicht, kontrolliert gar nichts und verschenkt ihn. Ey, das macht doch keinen Spaß mehr. Was ist das? Das ist doch dreckig, ist das. Die gehen nicht drauf. Du kannst nichts rücken. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wo, ich weiß nicht wann. Und ey, die geht auch nicht in den Ball rein. Ey, Alter, der fliegt 50 Stunden auf dich zu. Es ist einfach... Es ist einfach Müll, Junge. Es macht gar keinen Spaß. So, Brand jetzt. Und Thomas, ja, aber abgewehrt. Abgewehrt. Zweiten Spieler rufen. Komm, wir versuchen es jetzt mal mit der kurzen Variante. Er kommt auch alleine. Und erneut die Ecke. Ach, keine Kontrolle über den Ball. Nicht mal ansatzweise. Und die passen jetzt wieder so, dass sie komplett durch sind mit zwei Pässen, ja. Keine Kontrolle, keine Möglichkeit, den Ball zu kontrollieren. Und er, anstatt hinzugehen, nein, er dümpelt darum. Ja, jetzt ist doch, die müssen doch nur passen. Das macht doch echt keinen Spaß. Was soll ich da noch machen? Die müssen echt nur passen, damit wir hier durch sind wie sonst was. Meine Pässe gehen niemals, berühren nicht mal ansatzweise meine Spieler. Die gehen direkt zu denen. Das ist doch nicht mehr lustig. Wie soll ich Tore schießen, wenn die nicht laufen? Ach komm, und dann machst du so einen scheiß Pass, ey, ohne Witz. Er läuft dann auf einmal in die Mitte, anstatt außen vorbeizulaufen. Ich weiß auch nicht, was ich einstellen soll. Die machen so, wir brauchen auf jeden Fall eine neue Formation. Spielen wir mit Thomas im Sturm. Und so, wir brauchen eine neue Formation. Nehmen wir zwei Stürmer mit, ey. Spiele ich mit klassischer Raute ab sofort. Wow, ich hab mal einen abgewehrt. Bravo. Ihr seht irgendwie jetzt gerade das ganze Spiel, weil ich echt Katastrophe spiele und die ganze Zeit rede deswegen. Aber, also in der zweiten Halbzeit seht ihr jetzt wahrscheinlich die ganze zweite Halbzeit. Ach komm ey, jedes Mal. Ja und bei denen ist das easy going. Das ist einfach so, sie sind durch. Einfach sie sind durch und fertig. So, jetzt haben wir mal die Möglichkeit. Jetzt haben wir wirklich mal die Möglichkeit. Nein, haben wir nicht, weil kein Spieler von mir mitläuft. Keiner. Wozu brauche ich Spieler, bitteschön? Im 16er. Ich meine, ja, okay, ich laufe über die Flügel, da braucht man keinen Stürmer. Haben sie abgereicht, haben sie recht. Warte, ich versuche das jetzt mal. Ich gehe direkt rein. Aufstellung. So. So. Team. Thomas, ja, du spielst jetzt gerade so. Brand, du bist rechtes Mittelfeld. Becker, du bist zentral. Ja. Ja, da haben sie nichts groß gemacht. Da links. Thomas. Wir machen jetzt einfach so. Ach ja, lass ihn noch laufen, hab ich ganz vergessen. Ja! Komm! Ey, die müssen einfach nur schießen. Die müssen einfach nur schießen. Dann war's das. Einfach nur, ja komm, ich schieße und fertig, ja. Guck das an. Du hast einen Stürmer. Du hast einen verdammten Stürmer da vorne. Die Abwehr läuft komplett alles weg.
Ich krieg auf die Fresse. Ein Tor noch und dann ist weg. Nee, Alter, ehrlich, das macht keinen Spaß. Wow, wow, wow! Ah nee, es gibt direkt Freistoß. Es gibt direkt Freistoß. Ja, komm, leck mich doch. So, Becker jetzt. Ach. Ach. Der ist sowieso, der ist sowieso. Ja, guck. Ist bescheuert, ist das. 6 zu 1 haben wir verloren. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wir gehen jetzt auf jeden Fall in die hier Teamzentrale. Erstmal Teamzentrale. Thomas wird umgeschult. Entwicklungsplan. Unsichtbarer Stürmer. Du wirst jetzt richtig Stürmer gemacht. 7 Wochen dauert. Ich habe zu dir gesagt, Stürmer, und auf einmal 171 Wochen. Ja, ist mir scheißegal. Und wenn du nicht damit klarkommst, dann bist du weg. Dann bist du einfach weg. Taktikvorlagen. Nein, nicht Taktikvorlagen. Teammanagement. Wir brauchen eine andere Formation. Ich komme nämlich nicht klar mit der. Dann nehmen wir die Raute jetzt. Machen wir Thomas bleibt so. Becker und Brandt werden ausgetauscht. Thomas geht aber, okay, Thomas ist Linksfuß, dann lasse ich ihn lieber so reinlaufen. Batista Meier und so bleibt auch. Taktiken zurückfallen lassen, ausgelöst, Druck nach Fehlern. Breite, tiefe Aufbauspiel. Langer Ball. Ja. Direkte Pässe, Spieler im Strafraum. Ich will also viele Spieler im Strafraum bemerken. Freistöße, ja. Rollen, Papadopoulos ist Kapitän. Freistoß macht Thomas. Das lasse ich ihn machen. Die Ecke mach. Ah. Haben wir keinen? Ja, dann macht das auch Thomas. Elfmeter. Ja, stark hier dann. Langer Freistoß. Lasse ich auch Thomas machen. Papadopoulos ist Kapitän. Jetzt Anweisung. Gemischter Angriff, Offensivläufe, falsche 9, Abwehr überlaufen, normales Abfangen. So. Thomas. Abwehr überlaufen. So, defensive Grundunterstützung, Position halten, alle Freiheiten als offensiver Mittelfeldspieler. Dann. Defensive verstärken, natürlich. Abwehr überlaufen, auch. Horizontale Verteidigung, normales. Ausgewogene Flankenläufe für Flanken in den Strafraum. So, bei dir das gleiche. Abwehr überlaufen, defensive verstärken für Flanken in den Strafraum. So, dann du. Energisches Abfangen. Ausgewogene defensive Flügel abdecken, Position halten, tiefstehender Spielmacher. Energisches Abfangen. Einer von euch, ja, Deichmann macht das mit dem energischen Abfang. Mit angreifen. Gemischter Angriff. Position halten. Nee, nicht. Mit angreifen. So. Hoffentlich kriegen wir das jetzt hin. Wir helfen hier gerade jede Mannschaft zu gewinnen. Let's go. Jetzt geht's weiter mit neuer Formation gegen Wien Wiesbaden. Die haben 12 Punkte aktuell und stehen damit auf dem 11. Das heißt, ich kann in die Simulation gehen. Ich habe auch keinen Bock momentan auf die Pressekonferenz. Deswegen gehen wir in die normale Simulation und hoffen natürlich das Beste, dass ich diesmal nicht eingreifen muss. Das wäre das Wichtigste überhaupt, dass wir mal ein Spiel haben, wo wir nicht angreifen müssen. Eingreifen müssen. So. Dass wir mal ein bisschen Ruhe in die Mannschaft bringen. Und es sieht auch gut aus mit der neuen Formation jetzt. Ah, okay. Erstes geht daneben, aber wir hatten die erste Chance. Das ist schon mal wichtig. Ich habe die Mannschaft hier eingestellt. Habt ihr ja gerade gesehen, nach dem 6 zu 1 gegen Ingolstadt. Ja, ich muss mich auf jeden Fall bessern in diesem Spiel. Auf jeden Fall machen wir gerade schon ziemlich Druck. Das ist schon mal sehr schön zu sehen. Und ich bin echt gespannt, ob wir das auch besser hinkriegen noch.
So, Schüsse, wir haben ja Ballbesitz. Und wir haben auch die Chancen, ne? Oh, da macht er das 1-0 wichtig. Brand. Die neue Formation scheint zu fruchten. Läuft bei denen. So. Ja, weiter Ball. Wir bauen wieder unseren eigenen Angriff auf. Und da kommt die nächste Möglichkeit. Aber der Ball wird geklärt. Die Ball wird geklärt. Aber wir sind noch im Ballbesitz. Wir sind immer noch im Ballbesitz. Ah, Keeper ist da. Keeper ist zur Stelle. Riskieren wir es gleich? Ja, wir riskieren es. 2-0 Führung stand jetzt in der 30. Minute. Wir gehen noch bis zur Halbzeit und wenn es bei der Halbzeit noch 2-0 steht, wisst ihr, dann kommt die Schnellsimulation bis zum Ende. Und ich hoffe, die machen noch das wichtige 3-0. Das wäre hier wichtig, weil ich glaube, dass unsere Mannschaft von der Form her nicht sehr positiv darauf gehen würde. Da kommt auf jeden Fall Thomas mit der Möglichkeit und dann machen sie das 3-0. Ja, okay, das Ding ist so gut wie dominiert. Also das Ding ist dominiert. Wir gewinnen auch 4-1. Da kann ich auch jetzt endlich mal wieder ins Interview gehen. Endlich kann ich mal wieder glücklich sein. Oh, und Punkte, ich glaube 10, 11 und 12 haben wir gemacht, ne? Kein Problem, immer wieder gern. Dark hat heute 2 Tore gemacht und den Sieg geholt. Ihr Kommentar zum Helden des Spiels? Wichtig, wichtig. Insgesamt eine tolle Leistung. Ich gratuliere den gesamten Teams zu dieser Leistung. Natürlich verstärkt überragend, aber unsere Fans wissen, dass bei Oldenburg das Team der entscheidende Faktor ist, ja. Sie konnten einen sensationellen Sieg gegen ein Team holen, das viel weiter oben steht. Wie lautet Ihr Kommentar dazu? Das Ergebnis zeigt, wie gut wir sind. Was wir erreichen können, werden wir alles geben und nicht aufgeben. Ja, das war echt ein starkes Spiel auf jeden Fall. Heute hatten alle mit einem engen Spiel gerechnet. Sie auch? Nein. Natürlich nicht. Warte, dann nehme ich mal human. Kompliment an den Gegner. Damit hätte ich nicht gerechnet. Kein Problem. Ja, Kompliment. Das war heute ein enges Spiel. 2 ausgeglichene Teams, aber wir haben uns durchgesetzt. Das Ergebnis drückt das gar nicht mal so richtig aus. Danke für diese kurzen Aussagen. Kein Problem. Immer wieder gern. Es ist zwar gelogen, aber immer wieder gern. Wie stehen wir denn jetzt in der Tabelle? Wir sind jetzt 11. mit 12 Punkten. Ja, das ist so schön. Nächstes Spiel spielen wir gegen Werl. Die haben 9 Punkte. Das heißt, das wird eine Schnellsimulation. Auch nicht schlecht. Erstmal gucken, wir haben eine Nachricht von Deichmann. Boah, hey Boss, bei uns läuft es zurzeit richtig gut. Sie wissen, wie glücklich ich bin, für Sie und diesen Verein spielen zu dürfen. Aber vielleicht wäre es jetzt der richtige Zeitpunkt, über einen Vertrag zu reden. Ich möchte nämlich gerne wissen, wie es in meiner Zukunft aussieht. Ich werde darüber nachdenken. Deichmann, ich werde darüber nachdenken. Wir brauchen auf jeden Fall das Allerwichtigste, Geld. Damit wir neue Spieler verpflichten können und Vertragsverlängerungen überhaupt mal ansetzen können. Jetzt also in der Home Deluxe Arena von Werl. Ich bin gespannt, ob wir hier mit der Schnellsimulation Punkte kriegen. Wäre auf jeden Fall wichtig. Und wir spielen 1-0 starke wieder mit dem wichtigen Tor. 2 Spiele in Folge jetzt gewonnen. Was ist da los? Wir sind ja richtig in einem Lauf. Das freut mich auf jeden Fall. Und 15 Punkte und wir müssen gegen Dortmund Zweite. Wir haben auf jeden Fall hier Nachrichten. Spielzeit von Hasenhüttl. Klagenfurt hat sich darüber beschwert. Ja, ist klar, aber was soll ich machen? Ich kann die doch nicht spielen lassen. Dass sich Afamefuna Ifeadigo gut entwickelt. Wir werden das weiter beobachten. Jetzt Buchmann. Wenn sie mich nicht öfter spielen lassen, werde ich über meine Zukunft hier nachdenken. Schlüsselspieler. Du gehörst weiter zum Team. Aber es ist halt was anderes mit einem Becker und einem Buchmann, ne? Ist halt was anderes. Jetzt gegen Dortmund Zweite und wieder bis zur Schnellsimulation. Langsam stehen sie alle hinter uns. Aber ich denke, das wird hier sehr schwierig werden, das Game. Und wir verlieren auch mit 1-0 durch ein Tor von Brav. In der 12. Minute konnten wir leider nicht verhindern. Es ist bitter, aber... Ich meine, das sind die Regeln. Sobald sie unter uns stehen, machen wir eine Schnellsimulation, außer es wird irgendwie ein mega geiles Derby. Wir haben ein paar Nachrichten gekriegt. Unsere Ziele sind gefährdet. Welche Ziele? Zu den Zielen? Was ist denn? Finanzen. Erhöhe die Spielergehälter um maximal 5%. Aktuelle Steigerung 36%. Oh, geil.
Verpflichte mindestens zwei Spieler unter 20 Jahren mit einem Potenzial, das den Durchschnittsgesamtwert des aktuellen Kaders auf den entsprechenden Positionen überschreitet. Einer von zwei. Verpflichte einen Spieler aus der Jugendakademie, Position Verteidiger. Mittelfeldplatz belegen. Okay, da sind sie halt nicht so einverstanden, ne? Aber wie, was soll ich machen? Ich muss da dafür Spieler verkaufen. Batista Meier hat sich verletzt, okay. Und jetzt gegen Elversberg. In echt sind sie das Nonplusultra in der dritten Liga, aber hier haben sie nur 10 Punkte und stehen hinter uns. Und das heißt, wir gehen in die Schnellsimulation. Aber Probleme selbst beheben und Änderungen speichern für Deichmann. Dann kann Kaisers mal rein. Und Schmied kann mal wieder mit ein bisschen. Kann mal ein bisschen wieder mitgehen. Deswegen gehen wir jetzt in die Schnellsimulation und hoffen das Beste natürlich. Und wir gewinnen 1:0. Es ist so geil. Es ist einfach so gut. Wir gleichen das momentan aus. Alles. Es läuft einfach perfekt. Nächstes Spiel gegen Halle. Und die stehen mal wieder vor uns. Könnte sehr interessant werden. Ich bin echt gespannt, wie wir das hier leiten werden. Aber. Und jetzt kommt's. Halle. Werden wir in der nächsten Folge sehen. Nächste Woche, Dienstag, geht's weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Ansonsten könnt ihr mich auch gerne kostenlos abonnieren. Würde mich auf jeden Fall sehr unterstützen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Ich weiß, dass sie wissen, ja, ich habe keine Zeit. Mache immer weiter, denn ich fühle diesen Vibe. Viele wollen connecten, weil sie wissen, wer ich bin. Aber ich habe kein Interesse, weil ich nicht weiß, wer sie sind. Aber lass